Belantamab Mafodotin ist ein ganz neues Immunkonjugat. Das ist im Grunde erstmal ein Abwehrstoff, der sich gegen BCMA, also das B-Zell-Reifungsantigen, richtet, was sehr hoch auf Myelomzellen vorhanden ist, auf der Zelloberfläche in einer hohen Anzahl, und hat dann angekoppelt quasi ein Toxin, ein Giftstoff, das Auristatin, und so greift dieses Immunkonjugat ganz gezielt die Myelomzelle an. Die DREAM-3-Studie ist die Zulassungsstudie für Europa für Belantamab Mafodotin, randomisiert. Diese Substanz, die alle 3 Wochen eine Stunde über die Vene gegeben wird, gegen das Standardregime Pomalidomid und Dexamethason, so wie es zugelassen ist. Man geht davon aus, dass Belantamab Mafodotin Pomalidomid Dexamethason überlegen ist. So ist die Studie angelegt. Das muss man bestätigen aus den ersten Daten. Deswegen wird die Studie gemacht. Und etwa 350 Patienten werden in dieser Studie eingeschlossen werden, 2:1 zugunsten zu Belantamab Mafodotin randomisiert. Die Lebensqualität wird auch in der DREAM-3-Studie als wichtiger Endpunkt evaluiert werden. Es werden Fragebögen den Patienten ausgehändigt. Das sind unsere standardisierten Fragebögen, wie sie in allen Zulassungsstudien verwendet werden, die aber sehr gut die Lebensqualität abbilden können und da sie in allen Studien verwendet werden, auch eine sehr gute Vergleichbarkeit ermöglichen. Und das ist ein ganz wesentlicher Endpunkt, denn auch die beiden Substanzen, die hier eingesetzt werden in der Studie, unterscheiden sich ganz grundlegend. Eine neue Nebenwirkung, die wir unter Belantamab Mafodotin sehen, sind mögliche Einschränkungen des Sehens, dass man unscharf sieht. Vor allem, das liegt daran, dass das Gift, das Toxin, was quasi angekoppelt ist an den Abwehrstoff, sich ablagern kann in der Hornhaut. Wir wissen, dass wenn es zu dieser Nebenwirkung kommt, die etwa ein Drittel der Patienten bemerken, dass komplett zurückgeht, wenn man eine Pause einlegt mit der Substanz. Wir wissen auch inzwischen, wie wir dem prophylaktisch vorbeugend entgegenwirken können mit Augentropfen. Insgesamt muss halt eben eine gute augenärztliche Überwachung gemacht werden, aber wir denken, dass es sich um eine Nebenwirkung handelt, mit der wir sehr gut umgehen können.